Ja, aber was das Digitale angeht, das sind ja Privatkonzerne. Das sind zwar amerikanische Privatkonzerne, aber es ist nicht die Regierung. Aber Und es ist schon sehr eng verflochten, weil die das muss Regierung man ihnen dann natürlich den erstmal, Rücken frei hält. das ist alles richtig, das muss man aber zeigen. Ich finde noch ein schlagenderes Beispiel, ehrlich gesagt, den Energiesektor, ja. Ja, da machen wir uns Das jetzt war abhängig. also das ist ein Treppenwitz der Geschichte eigentlich. Also wir sagen, das russische Gas ist amoralisch, das können wir nicht mehr beziehen. Jetzt kriegen wir zwar immer noch russisches Gas und zahlen teurer dafür, aber die Länder, von denen wir es kaufen, sind nicht Russland. Und wir haben stattdessen große Mengen unseres Verbrauchs beziehen wir in Gestalt von Flüssiggas aus den Vereinigten Staaten, das natürlich noch mal extra teurer wird. Und der Bundesrechnungshof hat neulich schon festgestellt, es wird zu teuer und unsere Abhängigkeit, das vor allem teuer sowieso, die Abhängigkeit von Flüssiggas sei besorgniserregend. Also die ist ja auch extrem. Ja. Ja. Und wir haben ja keine langfristigen Verträge. Und Biden hat ja gerade gesagt, also der Kapazitätsausbau in den USA, das müssen sie ein bisschen stoppen, weil sie natürlich auch ein Interesse haben, dass die Preislage in Europa deutlich höher bleibt als in den USA.